verfolgt ein feindlicher Rat und schickt Verstärkung. Ja. Okay, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. So, da bin ich gerade ein bisschen überrascht worden, tatsächlich. Wollte ich mich hier noch kurz umschauen. Einmal geht dann hier direkt Stress los. Schon dabei, keine Sorge. So, ich steh mal weg. Jetzt bist du aber mal dran. Hier erstmal nur zwei der Sorte. Was denn? Aber ich habe da gerade jemanden überfahren. Verzeihung. Hab auf. Nicht so schön. Du kannst mich nicht aufhalten. Naja, das mit den Nebenstraßen ist halt echt nervig. Das war beim letzten Mal schon ein bisschen problematisch. Ja. Das war's. Ash, ich habe einen Panzerwagen der Miliz rausgeschaltet. Jemand muss den Fahrer aufgreifen und aufs Revier bringen. Ich setze jemanden drauf an. Ja, okay. Wie viele Punkte haben wir denn mittlerweile? 4, genau. Gut, dann können wir jetzt hier endlich mal... Ich nehme erstmal normale Panzerung. Normale Nahkampfpanzerung. Als nächstes dann die kugelsichere. Du bist wieder auf die Hauptmission gesprungen, ne? Wollte ich ja eigentlich nicht. Eigentlich würde ich ja das mit dem Riddler gerne machen. Oder wir können nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Haben wir da was? Was denn hier? Hm. Wird aber auch erstmal nichts angezeigt, wie mir scheint. Mal gucken, ob ich das jetzt mittlerweile mal machen kann. Ja, ist ja gut. Macht mal keinen Stress. Hast du jetzt genug, du Pisser? Sprich lauter, wir können dich nicht hören. Ihr werdet nicht gewinnen. Glaubst du immer noch, dass die Fledermaus dich retten wird, hä? Lauf, lauf, lauf! So, dann erzähl mal.
reden wir über den Riddler. Ich sag dir alles! Danke. So, das war doch schon mal interessant. Denke ich. Was? Ist da gerade jemand in mein Batmobil reingefahren? Ja, doch nicht. Hab gehört, Batman ist nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist. Ja, das passt schon. Keine Sorge. So, Alfred, kannst du vielleicht hier bitte jetzt mal die Brücke runterlassen? Oder soll ich da drüber springen? Nun können wir es ja mal. Okay, das wird nichts. Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Da hatte wohl jemand alte Infos. Also komme ich hier auch noch nicht hin. Was haben wir denn da? Was treibt dich an? Bei den meisten ist es die Angst vor Einsamkeit, Armut, Tod. Aber nicht bei dir. Du verhältst dich wie jemand, der fälschlicherweise glaubt, seine schlimmsten Ängste wären bereits wahr geworden. Nein, ich weiß. Nacht. Versuch jetzt mal meinen Arm zu brechen. So, hier wird nichts wiederbelebt. Passt schon, danke. Was mit euch? Und dann können wir das, glaube ich, jetzt zerlegen. Extra Stufenanstieg, wie nett. Oh, die Türme hier mal so langsam ausschalten. Das geht ja zumindest ganz gut im Moment. Gibt's auch noch eine ganze Menge Türme hier. Bad.
Okay, das ist jetzt übel. Da gehe ich gerade. Wie kann ich die Dinger denn abstellen? Gar nicht, weil die mich jetzt erstmal abstellen. Das ist jetzt, also... Das wird jetzt ein bisschen schwierig mit dem Kämpfen. Muss ich ja mal sagen. Das Spiel. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wir haben unsere Befehle. Lass diesen Riddler in Ruhe. Aber er hat Roboter, Mann. Richtige Roboter. Und hast du gesehen, was er da unten gebaut hat? Vielleicht erstmal das Ding abstellen. Er gibt seine Technologie nicht her. Vergiss es. Ja, aber Roboter. Pass auf, diese ganzen Irren. Der Riddler, dieser fliegende Flammenwerfer, der mit der gespaltenen Persönlichkeit. Die sollen heute Nacht schön ihr Ding machen und Batman zermürben. Aber vertrauen kannst du ihnen nicht. Aber sie arbeiten für Sie. Naja, sie greifen Gotham in derselben Nacht an. Das ist das Beste, was diese Irren an Zusammenarbeit. Klack. So, jetzt seid ihr dran. Würde ich auch gerne wissen. Wird's wirklich nicht. So, so geht das doch etwas besser. Das doch ordentlich wehtut, was sie hier mir schon reinwirkt. So, ich muss mal kurz weg. Aber ich habe gleich mein Leben verloren. Weg, 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 weg. Wird doch geblockt. Ich habe doch geblockt. Was er gekontert. Oh, dann besuch mal Mami und Papi im großen Country Club im Himmel. So was? Cool. Ja, und es ist tatsächlich ein bisschen viel los. Ein bisschen viel Gegner, die mit verschiedenen Angriffen hier dran gehen. Auf ein neues. Gut, das Ding ist jetzt... Nee, ist noch nicht abgeschaltet. Es ist abgeschaltet, in Ordnung. Muss ich halt die Leute auch noch platt kriegen. Verstehst du? Wenn Batman dich angreift, knallst du ihn ab. Aber Scarecrow und der Night wollen nicht, dass er schnell drauf geht. Achtung, Batman ist hier! So, das geht gerade ein bisschen besser. Geblockt. Hab ich. Greift ihn von allen Seiten an.
So, jetzt haben wir aber, glaube ich, nur noch die ganzen... mehr oder weniger Special-Leute da. Okay, so kriegen wir den. Gott, hör doch mal auf zu blocken. Lass sie einfach platt hauen, dann ist gut. So, wir haben leider nicht mehr allzu viel. Ja, das bringt tatsächlich nichts. Aber das bringt was. Ah, knapp, aber wir haben es hingekriegt. So, schwierigerer Turm. Ich glaube, der war auch ein bisschen größer angestellt. So, immer noch 4 Türme. Ich mache mir da jetzt mal ein bisschen weiter. Dass wir mal so nach und nach ausschalten können. Spezialkräfte. Ja, kam's mir immer speziell vor. Da ist noch was. Können wir uns denn da mal anschleichen? Hoffentlich, der wird es nicht so brutal acht werden. Wir haben es ja auch hingekriegt. Okay. Er kann sich in einen Panzer verwandeln. Wo zur Hölle kriegt er das Zeug her? Ist doch klar, die Regierung sponsert ihn. Echt? Da verwende ich meinen Arsch drauf. Denk doch mal drüber nach. Gotham City ist ein Paradies für Kriminelle. Die Polizei kann nichts machen, weil sie sich um ordentliche Verfahren kümmern muss. Polizeigewalt, Zuständigkeiten und der ganze andere bürokratische Bullshit. Hm? Klar. Aber Batman? Der ist nur ein selbsternannter Ordnungshüter, der sich nicht um das Gesetz scheren muss, oder? Klar, nix klar. Problem, dass das Ding hier ohne Rechtsgrundlage illegal auf amerikanischem Boden agiert. Drauf zielt. Teure Spielzeug leisten. Ergibt irgendwie Sinn. Und wie das Sinn macht. Ich schick dir mal dieses Video, das ich gesehen habe. Mal. Hilft bestimmt. So, vielleicht können wir euch jetzt mal ein bisschen auseinanderziehen. Genau. Jetzt ein Angstangriff, das wäre gut. Zielperson verloren, ich werde mich nach Verletzten umsehen. Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Du entkommst mir nicht. Ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Dann hier mal nochmal weg. Gern weg. So, Deckung bitte. Ja, das Geschütz ist halt sehr ungünstig platziert. Da komme ich nicht wirklich an das Ding dran. Du, wie geht's dir? Dein Gesicht bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Wenn ich das Ding denn irgendwie ausschalten.
sieht man wenigstens kommen. Was soll ich denn gegen dieses Geschütz machen? Wie kann ich das denn bitte ausschalten? Spiel. Ich muss das Ding sprengen. Fernauslöser bringt nichts. Naja, wir werden es in der nächsten Folge noch ein bisschen versuchen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann gucken wir mal, dass wir hier das Ding zerlegt kriegen. Macht's gut und ciao, ciao.